Hallo Leute und willkommen zurück zu Mario Kart Wii Online. Wie man vielleicht anhand meiner Stimme hört, nehme ich das Ganze noch nach dem letzten Custom Track Part auf. Heißt, ich bin noch ein bisschen erkältet und dementsprechend kann es sein, dass ich mich zum einen etwas komisch anhöre und zum anderen mich ab und zu räuspern muss oder so. Oh Gott, okay, das war richtig knapp. Ich habe mich schon durch die Roten durchfahren sehen eigentlich, aber gut. Es hat ja alles funktioniert. So, Moment. Bin ich jetzt hier richtig? Nein, ich fahre den langsameren Weg, wo man hätte den Glitch ziehen können. Ich muss aber sagen, oder? Nee, Moment. Ist Spiegel? Oder 150? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Oh Gott, ey. Das ist Spiegel. Nein! Ach komm schon, ey. Das war mit der letzten Ecke. Ey, oh, ich dachte schon, okay, das wird ein bisschen knapp. Ja, aber das schaffe ich noch. Beziehungsweise, ich fahre auch so ein bisschen dran vorbei. Aber nein. Ich gerate natürlich da rein. Warum machst du denn langsam auf einmal? Das kann doch nicht wahr sein. Hat er langsam gemacht oder wurde ich einfach so schnell wegen meinem Ultra-Boost vom Stun? Ja. Normalerweise bringt er mir nichts gefühlt und jetzt auf einmal 10 Kilometer werde ich nach vorne katapultiert. Eieiei, es geht wirklich so lächerlich weiter, wie es im letzten Part. Ne, im letzten Part hat's gut aufgehört, ja, aber zwischendurch war es auch richtig lächerlich. Komm, da können wir jetzt auch einfach mal. Ne, mache ich doch nicht. Ich habe mich im letzten Moment umentschieden, doch nicht den Glitch zu versuchen und mein Leben wegzuwerfen. Man hat's vielleicht gesehen. Oh Mann. Da wäre eine Zeitlupe eigentlich eine coole Sache. Einfach mal. Ne, mache ich doch nicht. Naja, wie dem auch sei. Habe ich eigentlich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Tatsächlich was von der Zeit davor, bevor wir nach London gefahren sind, passiert ist. Heißt, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber ich habe es mir aufgeschrieben, dementsprechend dürfte es trotzdem irgendwie erzählwürdig sein. Und ja, da werde ich in den nächsten Rennen drauf eingehen, weil jetzt ist Konzentration gefordert. Ja, wir möchten hier nicht hinten landen. Okay, dann. Nee, ich fahre hier lang. Ich möchte. Ah, will ich einen Pilz überhaupt ziehen? Okay, ein Maxi-Pilz war zwar nicht gemeint, aber ist in Ordnung. Das nimmt mir nämlich die Entscheidung ab, ob ich den Glitch ziehen will, den ich gefailt hätte. Dementsprechend ist das vermutlich meine Lebensrettung gewesen. Beziehungsweise kann man den bestimmt auch mit Maxi-Pilz ziehen, so ist es nicht. Und er ist wirklich in die Flamme geraten? Scheinbar schon, aber er ist nicht runtergefallen. Oh oh, da kommt noch eine rote. Oder auch nicht. Ich dachte schon, ey, wenn der mich jetzt noch geholt hätte dadurch, das wäre es ja gewesen. Hat mich natürlich auch hinter der Ziellinie nochmal abgeschossen, ja. Um auch auf Nummer sicher zu gehen, dass ich komplett gedemütigt werde hier von allen. So habe ich es gern. Was vielleicht erwähnenswert sein könnte, ist, dass ich tatsächlich auf einer neuen Couch sitze, ja. Wir hatten die ganze Zeit hier drin noch die alte Couch meiner Eltern drin stehen. Also die war wirklich alt, aber ich fand die sehr gemütlich und sie war auch so ein bisschen Kindheitserinnerung hing da dran und es war, also mir hat sie gefallen, aber jetzt haben wir vom Vater meiner Freundin die Couch bekommen, weil der umzieht und ja, die ist doch um einiges größer, also es ist so eine Eckcouch, die man auch noch ausziehen kann zu einem Schlafsofa und alles. Jetzt gefühlt der halbe Raum voll mit Sofa, wenn man das denn auszieht. Na komm, vielleicht versuchen wir mal sowas hier. Ist er sowieso runtergefallen? Ich glaube schon. Cool. Ich wollte ihn eigentlich runterrammen dann mit dem Pilz. Vielleicht habe ich es auch durch Lag und bei mir sah es bloß komisch aus. Oh Gott, das war jetzt in der Tat mal eigenverschulden. Ja, da kann ich mich nicht beklagen. Wir sind einfach trotzdem noch Erster. Das ist, naja, leider nur noch 3 Leute drin. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, weiter im Text. Sofa und so. Das bedeutet, ja, ich habe tatsächlich dieses mein Stativ geändert, in dem Sinne, dass jetzt nicht mehr alles auf einem Sitzhocker steht, sondern dass einfach alles auf dem Sofa gestapelt ist, ein paar Spiele und darauf steht dann irgendwie das Mikrofon. Das ist wirklich sehr provisorisch, aber funktioniert ja, also alles safe. Er braucht schon so einen teuren Greifarm für 1000 Euro. Ja, wenn du mich snipest, kriegst du das zurück.
in die Fresse. Und zwar doppelt so hart. Ja, die Fadebox macht nämlich ein bisschen mehr... Alter, was war das denn für ein Sprung, ey? Ein bisschen mehr Damage als deine Banane. Machen wir mal so hier hin. Na gut, kann man vermutlich dran vorbeifahren, aber ein bisschen irritieren könnte sie, wenn die da denn langfahren wollen, was auf der Karte gerade nicht danach aussah. Ansonsten, Star Wars 9, Trailer rausgekommen, ja, mal ganz kurz eure Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob viele von euch tatsächlich Star Wars noch irgendwie so nice finden oder so. Gibt ja viele, die nur die ganz alten Teile cool finden. Dann gibt es die, die die Prequels auch in Ordnung finden. Dazu zähle ich mich auch. Ich finde die auch sehr gut. Ich finde sowohl die alten als auch die Prequels gut. Also 1, 2 und 3. Gibt es ja nicht so viele, die das tatsächlich beides richtig feiern. Und ich fand auch Filme 7 und 8 gut. Also ne, ich bin wunschlos glücklich. Und der Trailer zu 9, ich muss sagen, anfangs war ich nicht so ganz überzeugt, also als der Trailer losging und so, aber ganz am Ende, ja, ich denke, die den Trailer gesehen haben, dürften das wissen, hat ja Palpatine gelacht, also Darth Sidious, Imperator, wie auch immer ihr es nennen wollt, und da gibt es jetzt natürlich große Spekulationen, was denn mit dem ist, weil ja auch das Voice-Over so gesagt hat, von wegen so, no one is ever really gone oder so irgendwas in die Richtung, dass eben niemand so richtig weg war. Und das lässt natürlich sehr viele Möglichkeiten offen, dass möglicherweise eben Darth Sidious auch nochmal zurückkehrt. Und das wäre natürlich richtig nice, weil der ist für die Unwissenden unter euch so für mich zumindest der interessanteste Charakter der ganzen Star Wars Legende. Story, wie auch immer. Weil, ja, ich muss sagen, früher als Kind so, habe ich das gar nicht so mitbekommen, wie genial dieser Typ eigentlich ist und hinter was für Sachen und Aktionen, die in den Filmen unter anderem auch vorkommen, der tatsächlich steckt. Also ich habe als Kind wirklich nicht gecheckt, was bei dem so krasses abging. Ich dachte so, okay, der kommt in Teil 3 irgendwie vielleicht das erste Mal so richtig vor und ja, dann gibt's da diesen Imperator in Teil 6 und so, also ich wüsste auch, dass das die gleichen sind natürlich und so weiter, aber so richtig, was diese ganzen genialen Pläne sind, von wegen, dass der quasi für die Klonkriege und den ganzen Krieg in der Galaxis verantwortlich ist und den inszeniert und was der alles noch insgeheim für Pläne geschmiedet hat und auch so seine Background-Story mit Darth Plagueis und so weiter, das ist einfach mega interessant. Das wäre tatsächlich was, es gibt ja einen Film zu Han Solo, gab es ja einen extra Film, so ein Spin-Off nennt man das ja, glaube ich. Und ich würde mir tatsächlich eins für Palpatine wünschen, wo man einfach von Kindheit an seinen Lebensweg sieht und merkt, wieso er so geworden ist und wie er die ganzen Fäden gezogen hat. Das wäre richtig, richtig interessant, also... Ne, nur mal so ein Vorschlag an Disney oder wer auch immer das momentan jetzt wieder macht. Das wäre sick, ja, würde ich mir gönnen. Und ich glaube, da stehe ich nicht alleine. Ich bin auf jeden Fall jetzt dadurch auch wieder so ein bisschen gehypt auf den 9. Teil, der im Dezember, glaube ich, erst kommt, heißt. Man muss sich doch noch ein bisschen gedulden. Aber das wird, denke ich, ganz nice. So, wir haben hier einen vollen Funky-Raum, aber... Die sind alle ziemlich verteilt, muss ich sagen. Das ist durchaus interessant. Da dürfte eigentlich auch der Lava-Glitch nicht mehr so viel verursachen, falls sie den ziehen sollten. Der eine kommt vielleicht nochmal so ein bisschen ran. Nee, nicht mal. Ich meine, bis der gespawnt ist, vergeht ja auch noch Zeit und er zieht den nicht mal. Also ein safes Rennen. Endlich mal. Ey. So. Nicht noch im Zielpfosten verbuggt oder so, hätte ja auch sein können. Aber das hat gut funktioniert. Da bekommen wir jetzt wieder plus 10. So ist schön. Ich glaube, ja, kommen wir über 8200 wieder. Ich habe die letzten Rennen gar nicht mehr auf die Punktzahl so geachtet. Aber es dürfte in etwa bei 8200 jetzt liegen. Ach komm, fahr doch durchs Ziel. Eieiei. Sowas finde ich immer richtig unnötig, ja. Erstmal die ganzen Leute hier im Raum, Kenny, Vlad und Sadness, 10 Sekunden ihres wichtigen Lebens opfern, ja, weil RD64 nicht durchs Ziel fahren wollte. So sieht's nämlich aus, wa? Eieiei.
Und sonst so noch eine kleine Anekdote aus dem Leben des Patrick mit seiner Freundin in der Wohnung. Ja, die Wohnung, die irgendwie so ein bisschen verflucht ist, könnte man sagen. Ja, wir haben schon häufiger irgendwelche Sachen reparieren lassen müssen. Und letztens war es dann so, dass wir Haare gewaschen hatten. Und dann kam von unten der Nachbar hoch und hatte geklopft und so gefragt, Moment mal, duscht da gerade jemand? Und dann wir so, möglicherweise. Und ja, optimal auf jeden Fall. Da war nämlich das Rohr richtig krass verstopft, dass es so war, dass wenn wir geduscht haben, ist bei denen das Waschbecken übergelaufen. Ja, nicht einfach so, dass da ein bisschen rausgetropft hat oder so, sondern das war komplett voll und da war auch ziemlicher Modder drin. Also es war nicht schön anzusehen. Ansonsten auch so, dass beim Abspülen ja danach das Wasser auch bei denen gelandet ist in der Spülmaschine. Ist natürlich auch nicht so optimal gewesen. Und ja, das hatte bedeutet, musste man reparieren lassen. Das Ding ist, zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade Exkursionstage, heißt, ich war den ganzen Tag über nicht da. Und auch meine Freundin geht ja arbeiten, dementsprechend war die auch nicht da. Und die waren irgendwie auch immer erst abends irgendwie ab 10 oder so zu Hause, wo wir halt schlafen wollten schon. Und wo wahrscheinlich auch niemand mehr gekommen wäre. Auf jeden Fall war das sehr schwierig zu koordinieren. Jemanden zu holen, der sich darum kümmert, wenn beide da sind, weil das eigentlich nur dann Sinn gemacht hat, weil der halt in beide Wohnungen hätte gehen müssen, sollen, tun, sein dürfen, wie auch immer. Und ja, deswegen sind wir so ein paar Tage mussten wir dann ohne Dusche auskommen. Das war natürlich sehr ungünstig, gerade wenn man ein bisschen unterwegs ist und so weiter und sowieso rumschwitzt. War nicht so geil, aber na gut, sind dann zu meinen Eltern immer gefahren zum Duschen. Beziehungsweise ich glaube nur ein oder zweimal. Also es ging schon klar, aber es war auf jeden Fall ziemlich nervig. Und naja, die Kommunikation mit dem Nachbar war generell sehr schwierig, weil die kein Deutsch konnten. Und dann hat der irgendwie so einen Onkel oder so angerufen, der dann Deutsch konnte, aber der war so von der Sorte richtig unangenehmer Mensch. Ja, der dann so gemeint hat, dass wir ja schuld dran wären, wenn da das Rohr verstopft ist und so Geschichten. Ja, wir haben das natürlich abklären lassen. Kann natürlich sein, wenn man da jetzt selbst irgendwelchen Kram reinschüttet, der da nicht reingehört, dass man dann selbst dafür zahlen muss. Aber letztendlich hat es dann unsere Vermieterin übernommen, weil halt nichts Auffälliges da drin war, was da nicht hätte reingehört hat, sondern halt nur so der übliche Kram wie ein paar Haare und Essensreste, was halt im Abwasser so zustande kommt. Dementsprechend alles safe. Aber das Rohr wurde halt davor noch nie gereinigt. Dementsprechend war es nur eine Frage der Zeit, bis es mal passiert. Und natürlich musste es genau in den Jahren passieren, in denen wir hier wohnen. Aber ja, gut. Dann hat man das auch mal erlebt. Oh Mann. So. Gebe aber aus Festung 3. Das ist, ja, jetzt. Das ist doch mal eine Strecke, da kann ich mal glänzen hier jetzt. Ja, wir ziehen dann das C. Erste Runde. Setzen uns vorne ab mit einem Pilz, dodge eine Blue Shell und gewinnen das Rennen. Easy locker wie Kokain hier oder so. So ist der Plan. So wird's durchgeführt. Schritt 1 ist getan. Schritt 2 ist, gegen die Wand zu fahren. Ja, dass man den Abstand nicht ganz so groß hält. Sonst wäre es ja langweilig. Oh Mann. Dieser Kenny hat auch 8000 Punkte. Heißt, der wird hier wahrscheinlich auch ganz gut dranbleiben. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob 100 oder 150 ist, aber ich gehe mal von 150 aus. Sonst hätte ich den SC vermutlich nicht geschafft und ja, 48er Runde dürfte definitiv 150 sein. Ich meine nicht, dass es schnell ist oder so, aber dadurch, dass ich noch gegen die Wand gefahren bin und so weiter, kommt das dann damit, denke ich, am besten hin. Vielleicht schafft man auch auf 100 eine 48er Runde, wenn man sich gut anstellt. Ja, irgendwie mit Low Stunts habe ich es in letzter Zeit nicht mehr so. Oh Gott. Ja gut, dann fängst du eben die Blue Shell ab, ist für mich auch okay, solange du mir nicht die Bananen hinlegst. Da habe ich nichts Lust drauf und oh. Ja, du hättest lieber mal den SC zulegen können. Das wäre ein bisschen besser gewesen, weil den hat jetzt tatsächlich jemand gezogen. So ein No-Name da vorne. Ha, ist nicht mal eine Beleidigung, weil er wirklich keinen Namen hat. Oh. Und natürlich musste ich seine Bananen mitnehmen, kommen die Grünen, kommen jetzt hier nach hinten. Weg mit euch. Oh
Oh nein, das ist wirklich das Mieseste, was hätte passieren können, ist die Wolke. Wenn jetzt nicht noch ein Maxi hinterherzieht, dann sieht das übel für mich aus. Ja, er weicht natürlich aus. Aber fährt da eine rote rein oder so? Komm schon, gib mir einen Pilz. Ah, oh, keine Bananen. Komm schon, noch eine Chance. Ah, oh, drei grüne, natürlich nicht. Aber das ist dann auch in Ordnung, kann ich hier so ein bisschen abblocken. Ich überlege gerade, ob ich es sogar langsamer machen soll. Das war gemein. Ich hoffe, er ist hinter der Rampe gelandet. Na, ich glaube nicht. Sonst wäre er nicht so schnell gewesen. Und oh, ihn nochmal getroffen. Und nochmal. Und die Wolke kriegt er auch noch ab. Eieiei. Der Arme. Ah, es macht doch auch Spaß, manchmal andere Leute zu mobben und nicht selbst das Opfer zu sein. Das war natürlich nur auf das Spiel bezogen. Keine Sorge. Ja, die Peach hat das aber ganz gut runtergefahren, leider. Kamen wir nicht mehr ran. Aber ist in Ordnung. Ich gebe mich zufrieden mit dem zweiten. Oder auch nicht, weil wir Minuspunkte bekommen dafür. Ein Rennen machen wir noch. Auch wenn der Raum echt nicht so geil ist. Ja, ich hatte eben zu diesem Zeitpunkt, wo das mit der Dusche war, 3 Exkursionstage von der Uni aus. Also vom Studium her. Und ja, sind immer ein bisschen rumgelatscht, rumgewandert, rumgeschrieben natürlich auch und bla bla bla. War aber ganz cool und es war auch sehr schön, dass gutes Wetter an den Tagen war. Weil ich habe da durchaus auch schon andere Erfahrungen mit Exkursionen gemacht. Das war so eine Einführungsexkursion für den Studiengang. Die ging zwar nur einen Tag, aber halt den ganzen Tag und an diesem Tag hat es Schneeregen gehabt, was richtig geil ist, wenn man auch noch viel mitschreiben möchte, mit Eisfingern, weil mit Handschuhen schreibt sich schlecht und dann sind die Aufschriebe sowieso alle durchgeweicht, ja, das ist natürlich auch optimal und generell und sowieso und überhaupt und sowieso, das ist alles sehr, sehr mies gelaufen, da war ich wirklich froh, dass da das Wetter gut war, weil wir teilweise halt auch in etwas höheren Höhenlagen waren, wo es durchaus auch noch Schnee liegen hatte, aber strahlender Sonnenschein, so muss das sein. Und oh Gott, okay, der Laptop wird hier gerade dunkel, ich hoffe, dass da jetzt nichts passiert. Moment. Hilfe, oh Gott. Der Laptop steht so unterm Sofa links irgendwie von mir. Deswegen muss ich da mal ganz kurz mit meinem Finger hingleiten. Ja, beziehungsweise mit meinem gesamten Körper, weil er ein bisschen zu weit weg steht. Ich hoffe, es hat sich nicht zu komisch angehört, ja. Und ich hoffe auch, dass man nicht hört, dass ich die ganze Zeit mit meinem Po hier auf dem Sofa hin und her wackel, weil das quietscht die ganze Zeit. Aber es dürfte relativ leise sein. Hä, was passiert denn? Okay, das habe ich... Hä, ich war gerade richtig verwirrt. Ich dachte irgendwie, da wäre ein neues Item oder irgendwie sowas, aber das war einer im Stern. Das ist eine richtige Assi-Taktik, ja. Mit Feuerschleuder auf der Brücke stehen und mit dem Stern hin und her fahren. Das habe ich noch nie davor gesehen. Aber das ist wirklich... Ja, so kann man die Brücke gut blockieren. Wenn der jetzt noch ein Maxi oder so hätte, wird er wirklich die komplette Brücke ausfüllen, so. Ich weiß gar nicht, vielleicht könnte der sich gar nicht quer hinstellen, ne? Aber ich denke schon. Das stelle ich mir echt komisch vor, wenn das nicht gehen würde in dem Spiel hier. Das würde mich echt mal interessieren, ob das geht. Ja, das ist ungünstig hier, die Situation gerade, wo er die 3 Grünen hat. Okay, vergesst es. Wir haben 3 Rote. Oh, und du schießt deine 3 Grünen weg. Alles klar. Das finde ich gut. Dann kriegst du jetzt... die müssen wir gut timen. Ist... Ja, okay. So viel dazu. Nein! Ach, komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, er wird von der Grünen noch getroffen, zum Glück. So wird uns ein Platz noch erspart. Nein, nein. Ja, schade. Es hätte noch schlimmer kommen können, wollte ich damit sagen. Aber gut, ne, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Wir haben mal wieder mächtig Minus gemacht. Da kriegen wir wieder Plus. Ich sag's an der Stelle an. Bis dann und tschüss.